Co-Trainer Jotis Damatopoulos ist heute der Mann an der Auer Seitenlinie. Chefcoach Pavel Dotschew muss das Spiel gelb gesperrt von der Tribüne aus verfolgen. Aue im gewohnten Lila in Durchgang 1 mit weniger Spielanteilen, aber den besseren Chancen. Immer wieder geht es über die schnellen Außen. Beson traumhaft per Rabona auf Stefaniak. Der hat Platz und das Auge für den mitgelaufenen Beson. Die Leihgabe aus Nürnberg zeigt, wieso Aue ihn auch über den Sommer hinaus halten will. Knapp 5 Minuten vor dem Pausenpfiff schlägt Dortmund jedoch zurück. Und das ebenso ansehnlich Tatarmusch mit der Hacke auf Eberwein. Und der vollendet ganz überlegt ins rechte untere Eck. In Halbzeit 2 sind erst wenige Sekunden gespielt, da jubelt Dortmunds Eberwein schon wieder. Die Zeitlupe zeigt jedoch, dass Aus Schreck den Ball über die Linie drückt, für ihn bereits das zweite Eigentor in dieser Spielzeit. Die Hausherren müssen sich in der Folge kurz schütteln, kommen dann aber über einen Standard zurück ins Spiel. Stefaniaks Ecke vollendet der eingewechselte Taski zum 2:2 Ausgleich. In Minute 74 gehen die Gäste jedoch wieder in Führung. Pohlmann findet im Zentrum in Jinma, der überlupft Männel. Ärgerlich für die Auer jedoch, dass der Schiedsrichter das robuste Einsteigen von Michel gegen Schreck nicht als faul wertet. Aue noch nicht geschlagen. Jonjic findet im Zentrum Beson und der markiert mit seinem ersten Drittliga-Doppelpack den 3:3 Endstand. Mit dem Unentschieden liegt Aue nun auf Platz 13 der Tabelle.